Hallo meine Lieben, für diejenigen, die schon länger auf meinem Kanal mit dabei sind, die wissen ja, dass ich sehr gerne sublimiere und da gibt es auch super viele coole Rohlinge dafür, aber wenn man gerne so ein bisschen näht, dann möchte man ab und zu dann halt trotzdem selber was nähen und das dann sublimieren. Und deshalb bin ich mal auf den Online-Shop von Boutinette, das ist da, wo ich meine Stoffe bestelle, und habe mir mal ein bisschen die Stoffe angeguckt und nach weißen Stoffen gesucht, die mindestens einen 80% Polyesteranteil haben, und habe mir ein paar davon bestellt, um die mal auszutesten. Und damit wir nicht nur diese Tests haben, sondern auch ein kleines Projekt, habe ich heute ein kleines Nähprojekt, das wirklich auch für Näheinsteiger geeignet ist. Wir machen eine kleine Geschenktasche, aber mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe insgesamt 9 Stoffe ausprobiert oder bestellt und ausprobiert, sagen wir es mal so. Und meine eigentliche Idee war, dass ich euch jeweils zeige, wie das vor und nach dem Waschen aussieht. Aber zeige euch das kurz beim ersten. Das Thema ist, dass ihr das in der Kamera garantiert nicht sehen werdet, wo da ein Unterschied ist. Ne? Also es ist ein klitzekleines bisschen, das ist nach dem Waschen, kleines bisschen heller geworden, aber eigentlich auch nur darum, weil der Restüberschuss von der Farbe, was nicht in die Fasern reinging, das wurde dann noch ausgewaschen, aber man sieht es wirklich praktisch nicht. Ich weiß es einfach, weil ich überall ein Kreuzchen gemacht habe bei denen, die ich gewaschen habe, aber na, das sieht hier wirklich keinen Unterschied. Deshalb zeige ich euch einfach die Originale, die nicht gewaschen sind, und eben, es hat wirklich, wenn Polyester draufsteht und ich habe das kleinste Tier 95% Polyester, ich gucke jeweils nicht unter 80% zu gehen, Polyesteranteil, und da, wenn es dann wirklich nicht nur drauf geschrieben ist, sondern auch wirklich so ist, dann sollte da bei der Wäsche wirklich nichts rausgehen. So. Jetzt das erste, das ist ein PES Jersey Classic Weiß. Ich habe mir jeweils bei jedem Stoff die Artikelnummer dazu gegeben. Ich habe mir dazu geschrieben, wie teuer es war pro wie viel Zentimeter, das Gewicht auf die Quadratmeter und eben Polyesteranteil oder wie die Zusammensetzung ist und dann auch die Pflegehinweise. Bei dem hier, ich habe, wie gesagt, 9 Stoffe, 2 von den Stoffen, die gibt es leider im Online-Shop nicht mehr oder sind im Moment nicht bestellbar. Von dem her, ja, ich habe mir trotzdem die Nummer aufgeschrieben, vielleicht kommen die dann ja dann wieder. Der erste Stoff eben dieser PES Jersey, und das ist Jersey, weil der extrem dehnbar ist. Mal gucken, wie ich euch das Ergebnis am besten zeige. Einfach, dass ihr das vom Nahen seht. Ne? Super schönes Ergebnis, und der Stoff ist halt eben dadurch, dass es Jersey ist, schön dehnbar, ist aber ein relativ dünner Stoff, der ist ca. 150 Gramm. Ne? Und den Preis kann ich hier euch eben nicht sagen, weil der im Shop nicht mal bestellbar ist. Ja, schade, weil das war tatsächlich der Stoff, den ich immer fürs Testen für meine Sublimationsausdrucke verwendet habe. Aber hier mal der erste, das Sublimieren darauf hat wunderbar funktioniert. Der nächste Stoff ist ein Unisatin Gala Weiß. Der kostet 5,25 auf den Meter und die Breite ist 1,60. Und Gewicht hat der 130 Gramm circa. Und das ist ein 100% Polyesterstoff. Und das Coole an diesem, ich zeige es euch hier mit dem Licht, ne? Der hat einen Glanz drauf. Also gerade so für Weihnachtssachen finde ich den extrem cool, auch wenn er relativ leicht ist. Na, wenn ich den so gegen das Licht halte, glänzt der so schön. Und auch hier ein super Ergebnis. Ne?
der nicht dehnbar, da ist auch kein Elastan drin. Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, hier ist 95% Polyester, 5% Elastan und bei dem hier ist es ein 100% Polyester. Der auch super, eben wie gesagt, da kann ich mir durchaus vorstellen, für Weihnachten, kleine Geschenkbeutel oder solche Sachen, ist der super. Dann der nächste Stoff ist ein weiches Universalgewebe, Peachskin. Der kostet 7,50 Franken auf dem Meter und ist 1,40 Meter breit. Vom Gewicht her auch ein sehr dünner Stoff, der ist 90 Gramm, ist aber auch 100% Polyester. Auch hier im Detail, ne, der Ausdruck ist wirklich super geworden. Dann als nächstes habe ich einen Crepe Satin. Das ist ein Off-White, das er nicht ganz weiß. Der kostet 8,95 pro Meter und ist auch 1,40 breit. Gewicht hat er 140 Gramm und von der Zusammensetzung sind das 97% Polyester, 3% Elastan. Ist ein kleines bisschen elastisch dadurch, aber nicht allzu stark. Hier das Ergebnis von nahem. Und was bei dem speziell ist, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber der hat so einen leichten Rip-Effekt, weil es eben Crepe Satin ist. Ne? Das ist dieser Stoff. Dann als nächstes haben wir ein Universalgewebe Weiß. Das SE steht für schwer entflammbar. Dann haben wir hier vom Preis her 9,50 Franken pro Meter und das ist 1,50 breit. Gewicht 170 Gramm, schon ein bisschen schwerer und der ist auch 100% Polyester und das ist tatsächlich auch der Stoff, mit dem wir heute das Projekt machen werden. Hier das Ergebnis von nahem. Und der hat schon so fast ein bisschen eine Struktur von einem Canvas-Stoff. Nicht ganz so stark wie einer, den ich euch nachher zeigen werde. Aber auch, also der hat wirklich so, man sieht die Struktur des Stoffes schon so ein bisschen. Das ist dieser Stoff. Dann als nächstes, und ihr seht, ich bin quasi vom Preis her aufwärts gegangen. Das ist ein Verdunklungsstoff, Blackout Off-White. Da haben wir 13,50 Franken pro Meter und der ist 1,50 breit. Vom Gewicht her definitiv schwerer, 235 Gramm. Und das ist ein 100% Polyester-Stoff. Und das seht ihr wirklich überhaupt nicht durch. Also das ist eben ein Verdunklungsstoff, ne? Ist aber vom Anfühlen her, ist der super sanft, also ist wirklich extrem angenehm. Hier das Ergebnis von der Nähe. Das war dieser Stoff. Und jetzt kommt eben dieser Canvas-Stoff, wo man, oder Canvas ist, er hat eine Canvas-Optik, sagen wir es mal so. Der heißt Deko-Stoff in Canvas-Optik Wollweiß. Hier sind wir eben schon bei 16,50 Franken pro Meter und der ist 150 cm breit oder 1,50 breit. Gewicht 220 Gramm und er ist 100% Polyester. Und hier erkennt ihr das hoffentlich, dass der wirklich diesen Canvas-Effekt hat. Also hier habt ihr wirklich einen Rib drin. Und so sieht das Ganze von nahem aus. Sehr cooler Stoff, aber eben wenn ich den vergleiche mit dem Universalstoff, den ich verwende, ist er sehr ähnlich, kostet aber die Hälfte des Preises und deshalb habe ich mich für den anderen entschieden. Der zweitletzte ist leider auch einer, der im Moment im Shop nicht mehr drin ist. Finde ich extrem schade, weil der ist so dermaßen cool. Ich hatte hier, seht es nachher von der Nähe, ein bisschen ein Problem vom Pressen her, dass ich ein Ghosting drauf habe, das heißt einen Schatten, Anwenderfehler, weil ich zu früh das Blatt gelöst habe und dann ist es nochmal runtergefallen und hat quasi einen Schatten generiert. Aber vom Anfühlen her, der ist so dermaßen samtig weich, das ist so krass. Wirklich super.
Der heißt Flanell Double Face Grau und Weiß, weil auf der Rückseite ist er grau, vorne ist er weiß. Hier ein satter Preis, also 25,50 pro Meter ist 1,40 breit. Gewicht hat der 490 Gramm. Also der ist doch schon, der hat eine Dicke, ne? Und der ist 100% Polyester, aber das Druckergebnis ist so dermaßen gut geworden. Das ist doch absolut süß. Und die Farben wirklich schön satt. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Stoff machen werde, den ich habe. Aber da fällt mir bestimmt was ein, weil das ist so super samtig. Ich könnte mir durchaus vorstellen, so einen Kissenbezug oder sowas zu machen. Hammer. Also das ist einer meiner Lieblinge. Und da wir gerade so beim Weich drinne sind, habe ich am Schluss auch noch versucht, ein Venice-Fleece zu pressen. Da im Venice-Fleece Arktis Weiß, da ist 10,05 pro Meter, ist 1,50 breit, hat ein Gewicht von 250 Gramm. Also wesentlich billiger als der Flanell Double Face, aber das Ergebnis ist halt auch ein bisschen anders geworden, ne? Und der ist ein 100% Polyester. Wie gesagt, das Pressergebnis ist anders, aber trotzdem finde ich das super süß. Das heißt, das werde ich definitiv mehr machen, dass ich hier so ein Venice-Fleece bepressen werde. Jetzt, wenn wir uns das Ergebnis insgesamt angucken, seht ihr, dass jeder ein bisschen anders aussieht von der Farbe her. Ne? Also ihr müsst es wirklich, ihr müsst die Stoffe vortesten und gucken, wie die Ergebnisse werden. Ich zeige euch kurz das Originalbild. Das hier ist so, wie das eigentlich aussieht. Ihr seht hier absolut nichts von Braun. Ne? Der wäre eigentlich so eine Polarblau. Aber mein Drucker hat sich entschieden beim Farbe umwandeln, dass er das lieber so haben möchte, nämlich irgendwie so ein bisschen grün-braun. Ich fand es aber nicht schlecht jetzt gerade für diese Zeit, weil Herbst ist ja eher so ein bisschen bräunlich und deshalb dachte ich mir, ich lasse die Farbe tatsächlich so, aber eben unterschiedlich pro Stoff. Ich habe die alle zusammen bei 180 Grad für 45 Sekunden gepresst. Und das Ergebnis wurde komplett unterschiedlich bei jedem einzelnen Stoff. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr dann euch für irgendeinen Stoff entscheidet, da wirklich auch gucken, was macht am meisten Sinn vom Pressen her. Also hier zum Beispiel der Flanell, das hat absolut gereicht. Auch hier beim Universalgewebe Peach Skin, auch hier das PS Jersey Classic, das war auch nicht schlecht. Alle anderen sind mir zu stark im Grün drinne, inklusive dem, den ich heute verwenden werde. Und deshalb habe ich das nochmal getestet und den bei 200 Grad für 60 Sekunden gepresst versus 180 Grad 45 Sekunden. Und ihr seht, dass ihr da schon wieder ein anderes Ergebnis bekommt. Ne? 180 Grad 45 Sekunden, 200 Grad 60 Sekunden. Also das Ergebnis hängt tatsächlich auch von der Presstemperatur und der Presslänge ab. Aber ich kann das wirklich empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich habe bei jedem Stoff quasi einfach die Mindestmenge bestellt und habe dann einfach geguckt, was passt mir am besten. Und von denen, die mich jetzt am meisten überzeugt haben, habe ich jetzt nochmal Stoff nachbestellt. Das heißt für mich zum Beispiel dieses weiche Universalgewebe Peach Skin, das ist einer, den ich mir bestellt habe. Und eben dieses Universalgewebe Weiß, das ist auch einer, den ich mir nachbestellt habe. Und auch das Wellness Fleece, von dem habe ich noch ein bisschen mehr bestellt. Wie gesagt, ich habe eigentlich alles in Weiß bestellt, aber ich habe nachher geguckt, gibt es von denen, die mir eben gefallen haben, Farben, auf die ich trotzdem sublimieren kann. Weil bei der Sublimation, die Farbe selber ist ja nicht deckend, deshalb sublimieren wir meistens auch auf Weiß.
Aber wenn ihr hellere Farben nehmt, ich habe da zum Beispiel so ein helles Türkis, ein Rosa, ein Hellgrau noch bestellt und da kann ich immer noch mit zum Beispiel Schwarz drauf. Ihr müsst halt einfach gucken, mit was für Farben ihr drauf geht. Wenn ihr zum Beispiel einen hellblauen Stoff nehmt und damit irgendwas Rotem drauf geht, dann kann es durchaus sein, dass das Ergebnis dann plötzlich einfach lila ist, weil die Farben sich mischen. Das heißt, auf das, was ihr presst, mit der Farbe, die ihr drauf passt, das vermischt sich so ein bisschen, weil die Farbe eben nicht deckend ist. Da müsst ihr wirklich drauf gucken, auf was für Farben ihr was presst. Bei Weiß seid ihr meistens auf der sicheren Seite, dass ihr da dann keine Farbvermischung habt. Jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, wie ich das Ganze ausgesucht habe, damit ihr euch da auf der Webseite auch zurechtfindet. Da, wo ich meine meisten Stoffe bestelle, ist Butinet und das gibt es für Schweiz, Deutschland, Österreich, ne, könnt ihr da bestellen. Ihr werdet beim Einstieg jeweils auch gefragt, aus welchem Land ihr seid, damit die dann euch auf den passenden Shop quasi verweisen können. Und ich werde euch unten den Link auf die Seite drauf machen. Das ist ein Affiliate-Link für die, die nicht wissen, was das ist. Ein Affiliate-Link heißt, wenn ihr auf eben unten in den Infos bei meinen YouTube-Videos, wenn ihr da auf einen Link draufklickt und aus diesem Link heraus in einen Shop reingeht, dann seid ihr quasi auf, ihr seid im richtigen Shop, aber durch meinen Link. Und deshalb bekomme ich, wenn ihr da was bestellt, eine kleine Marge, wirklich eine klitzekleine Marge. Aber es kostet euch selber nicht mehr. Von dem her ist es eine Möglichkeit, wie ihr zum Beispiel meinen Kanal unterstützen könnt, ohne dass euch das mehr kostet. Wie gesagt, ich werde euch den Link reinmachen und ich werde euch auch die jeweiligen Nummern von dem Stoff, den ich euch gezeigt habe, reinschreiben, damit ihr da auch das schneller findet. Wenn ihr einfach so mal suchen wollt, ich bin hier auf Stoffe Nähzubehör drauf gegangen und bin auf diesen Stoffe-Finder und da habe ich eingegeben. Einerseits beim Muster wollte ich, dass es Uni ist, dann bei der Qualität eben Polyester. Und das heißt nicht, ich kann hier keine Prozentzahl angeben. Ihr werdet es nachher beim Beispiel sehen. Das heißt einfach, es ist Polyester drin, aber nicht wie viel. Dann habe ich Weiß hier eingegeben und ihr seht, das sind 63 Stoffe. Und dann bin ich quasi durch die Stoffe durch und habe mir so ein bisschen angeguckt, was die Eigenheiten eben von diesen Stoffen sind. Ihr seht jetzt zum Beispiel, hier steht beschichtetes Baumwollgewebe Meran und ich habe ja Polyester angegeben bei der Suche, aber hier ist eben, das sind 50% Polyester. Das würde ich persönlich jetzt nicht nutzen für das Sublimieren. Ich gehe immer mindestens 80% Polyester. Das heißt, das wäre jetzt ein Stoff, den ich nicht auswählen würde. Aber hier Universalgewebe Classic Weiß ist einer, den ich euch gezeigt habe. Und hier seht ihr dann eben auch einmal das Gewicht, damit ihr wisst ungefähr, wie schwer der Stoff ist und auch eben die Zusammensetzung. Und hier ist es 100% Polyester. Deshalb ist es einer, den ich bestellt habe. Das zu dem, wie ihr das Ganze im Shop drinne findet. Jetzt hatte ich euch ja gesagt, wir machen noch ein kleines Projekt und da habe ich mir einfach zwei A4-Seiten mit diesem Bären quasi ausgedruckt einerseits und auch mit einem Spruch. Es wird, wie gesagt, eine kleine Geschenktasche und das sind meine Außenseiten. Und dann habe ich auch noch zwei Innenstoffe, ne, in diesem eher gelblichen Ton ausgedruckt. Die sehen jetzt nicht nach A4-Seiten aus, weil ich überall oben 4 cm abgeschnitten habe, um das für die Henkel zu verwenden. Von dem her, der Stoff war 21 cm x 30 cm. Dadurch, dass ich hier oben 4 cm abgetragen habe, ist er jetzt noch 21 cm auf 26 cm. Und die hier für die Henkel sind alle 21 cm mal 4 cm.
Ich habe den Außenstoff mit Flieselina hinterlegt. Das ist eine 320er, also schon eine relativ robuste. Und hier bei den Streifen habe ich bei den beiden braunen, das heißt den quasi Außenstoff, habe ich je einen 2 cm Streifen in die Mitte drauf gemacht. 21 cm mal 2 cm, ne, hier drauf. Und das ist auch schon der Stoff, mit dem wir arbeiten werden. Ihr seht jetzt, ich habe alles quasi bedruckt. Es hat Ränder, da ich ja nicht komplett ohne Rand drucken kann. Das verschwindet aber in der Nahtzugabe drin. Ihr könnt logischerweise auch größer als A4 gehen, wenn ihr zum Beispiel einen A3-Drucker habt, einen Sublimationsdrucker, das ist eine Möglichkeit. Oder ihr könnt ja auch etwas nähen, und was größer ist, und dann einfach gleich, wie ihr das auch bei den gekauften Artikeln macht, dann zum Beispiel irgendwo in die Mitte was platzieren und es drauf sublimieren. Ne? Das geht auch. Es muss ja nicht der komplette Stoff sein, der sublimiert ist, sondern ihr könntet wie quasi eine weiße Tasche machen und da was drauf sublimieren, was in der A4-Größe ist. Ne? Oder man kann tatsächlich auch A4-Seiten, wenn man ein geeignetes Muster hat, zusammensetzen und das dann sublimieren. Das funktioniert auch. Das werde ich euch irgendwann auch noch zeigen. Aber ich würde sagen, jetzt kümmern wir uns mal um diese Tasche hier. Und da starten wir tatsächlich hier mit den Henkeln. Da macht ihr einmal, bei mir ist es jetzt gelb, das heißt einmal der Innenstoff und einmal der Außenstoff, kommt ihr rechts auf rechts aufeinander. Das heißt, die beiden schönen Seiten gucken sich an. So stecke ich die kurz fest. Und dann nähe ich die einfach mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Ihr könnt quasi dem Streifen hier in der Mitte folgen, weil der ist 2 cm, das Ganze ist 4 cm. Deshalb haben wir auf beiden Seiten quasi 1 cm. Dann könnt ihr anfangen, verriegeln, runternähen, unten wieder verriegeln. Und dasselbe auf der anderen Seite. Dann könnt ihr das Ganze wenden und dann von oben knappkantig nochmal abnehmen. Ihr seht es dann nachher gleich, wie ich das auf der Maschine mache. Das mache ich kurz und bin dann gleich wieder zurück. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Und wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr hier wunderbar diese beiden Streifen, respektive Taschenhenkel, haben. Ihr habt gesehen, ich habe die Kanten, bevor ich es gewendet habe, mit der Zickzackschere abgeschnitten oder zurückgeschnitten. Geht ein bisschen einfacher zum Wenden. Und fürs Wenden hilft es jeweils, wenn ihr so einen Haken habt. Weil damit kann man das Ganze oben einhaken und quasi durchziehen. Der ist hilfreich. So, jetzt müssen wir uns noch kurz um die Innen- und Außenseiten kümmern. Und zwar in der unteren Ecke zeichne ich mir kurz ein kleines Quadrat von 2 cm ein. Ist ja auch nur eine kleine Tasche, ne? Von dem her brauchen wir da gar nicht so große Ecken. Just feel so lucky. Oh, I hope it never ends. This being more than friends.
Jetzt können wir noch kurz die Außenseiten nehmen und die Henkel befestigen. Und zwar werden wir nachher hier oben mit 1 cm Nahtzugabe nähen. Und deshalb werde ich die hier oben kurz vor befestigen. Und was wollen wir am Schluss? Wollen wir, dass das so, ne, rausguckt? Deshalb lege ich die so hin. Ihr könnt euch den Stoff einfach kurz halbieren und hier so eine Einkerbung machen, damit ihr seht, wo die Mitte von eurem Stoff ist. Dann könnt ihr von der Mitte weg, würde ich 3 cm gehen. Das heißt, hier ist meine Mitte. Dann gehe ich 3 cm hier rüber und 3 cm in die andere Richtung. Und so lege ich die Henkel an. Das heißt, ne, gucken ein kleines bisschen oben raus. Und so befestigt es einfach kurz hier drin. Dann eben gucken, dass ihr sie nicht verdreht. Ne? Also quasi hier müsste sich eine Schlaufe bilden. Und dann hier drüben auch ein bisschen rausgucken lassen. Und bei diesen 3 cm Markierung auch das festmachen. Und genau dasselbe machen wir jetzt noch mit der anderen Seite. You know I'm here to stay every single day. Und so näht ihr die beiden kurz fest, einfach innerhalb der Nahtzugabe. Die Nahtzugabe wird 1 cm sein. Das heißt, ihr guckt hier einfach, dass ihr innerhalb von diesen 1 cm seid. Dann könnt ihr ein paar Mal hin und her und die so kurz vorbefestigen. So, dann sind die hier schon mal befestigt. Da kann da schon mal nichts mehr passieren. Und jetzt legen wir das rechts auf rechts aufeinander. Einfach, dass das alles schön seitlich und unten die Ecken auch schön miteinander abschließen. Und so steckt ihr beide Seiten zusammen. Das heißt, einerseits rechts auf rechts von dem Außenstoff und dasselbe macht ihr auch mit dem Innenstoff. Was wir beim Innenstoff noch brauchen, ist eine kleine Wendeöffnung. Die mache ich in der Regel unten. So in dem Stil. Und was ihr jetzt machen könnt, ist hier ganz einfach mit 1 cm Nahtzugabe oben verriegeln, runternähen, unten verriegeln, dann verriegeln, runternähen, verriegeln, verriegeln, runternähen, verriegeln und so macht ihr die 3 Seiten von der Außentasche zu und bei der Innenseite auch hier oben anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln, hier anfangen, verriegeln, bis hier zur Wendeöffnung nähen, verriegeln, dann fangt ihr hier wieder an, verriegelt da, näht runter, verriegelt wieder und dann hier auch verriegeln, runternähen, verriegeln, so dass ihr auch hier die 3 Seiten zu habt, außer die Wendeöffnung und eben alles mit 1 cm Nahtzugabe.
auch schon die zwei Beutel. Jetzt müssen wir uns um die Ecken unten kümmern. Und ihr seht, ich habe die auch mit der Zickzackschere ein bisschen zurückgeschnitten. Es geht einfach darum, dass der Stoff doch sehr stark ausfranst. Und dem kann man so ein bisschen entgegenwirken. So, jetzt könnt ihr bei den Ecken, die könnt ihr einfach schön auseinanderziehen. Und ihr merkt auch, dass hier diese Kante, die Nahtkante, mit der aufeinander liegt. Spürt ihr so ein bisschen, wenn ihr den Stoff auseinanderzieht. Und die beiden Ecken dann liegen auch außen schön aufeinander. Dann lege ich eine Nahtzugabe in die eine Richtung und die andere in die andere Richtung. Ihr könnt die auch aufklappen, wie ihr das gerne macht. So stecke ich das kurz fest und das mache ich bei allen Ecken. Und ihr seht, wenn ich die Nahtzugabe auf der einen Seite in die Richtung gelegt habe, dann mache ich das auch auf der Seite, damit die dann schön quasi in eine Richtung liegt. Es werden bei mir relativ kleine Ecken für diese eben kleine Tasche. Ihr könnt die natürlich auch größer machen, wenn ihr eine mehr eckige Tasche haben wollt. Für mich, ich fand, das reicht eigentlich. Und was wir jetzt machen, ist hier einfach 1 cm Nahtzugabe einmal. Na, ihr fangt hier an, verrieren, drüber nähen. Hier gehe ich jeweils 2-mal drüber, rüber und wieder verrieren. Und das macht ihr bei allen 4 Ecken. Everybody makes mistakes. Because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong. But it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. So, und auch hier habe ich die Nahtzugabe ein bisschen zurückgeschnitten mit der Zickzackschere. Jetzt erkennt ihr schon so ein bisschen, ne? Die Taschenform, die es dann haben wird. Jetzt wenden wir die Außentasche. Finde ich immer der schönste Moment, wenn man dann sieht, ne, wie die Tasche dann schlussendlich aussieht. So, und jetzt stülpen wir hier die Innentasche, so dass rechts auf rechts liegt, drüber. Die Henkel müssen natürlich auch rein. Und jetzt guckt ihr hier auf der Seite, dass hier schön Naht auf Naht liegt. Steckt ihr das fest. Wenn ihr Gefahr lauft, dass die Henkel hochkommen, bei mir jetzt nicht, die sind so stabil, die bleiben unten, sonst steckt ihr die unten auch kurz ein bisschen fest. So, machen wir auch auf der anderen Seite. Und dann schön verteilt, quasi steckt ihr noch den Rest fest. Einfach schön, dass Kante auf Kante oben liegt. Und ihr ratet es sicher schon, jetzt nehmen wir oben einmal ringsherum 1 cm Nahtzugabe. Ich gehe hier bei den Henkeln jeweils einmal vor und zurück und auch hier auf den Seiten einmal vor und zurück, damit ich sicher bin, dass es dann auch hält. Und wenn ihr die Abdeckung bei eurer Nähmaschine unten wegnehmen könnt, macht das am besten, dann kommt die hier auch wunderbar mit dem Arm rein. Ne? Das nähe ich noch kurz. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind.
hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me and we could talk for hours. I don't know what happened to us. So, wir sind schon fast auf der Zielgeraden, weil jetzt kommt der nächste coole Teil. Wir können durch die Wendeöffnung unten die Tasche wenden. Und jetzt können wir noch zwei Sachen machen. Einerseits hier unten die Wendeöffnung, die Nähte schön aufeinander legen und die zunähen, das ist eine. Dann könnt ihr einfach knappkantig hier entlang nähen und das so verschließen. Das ist eine. Und dann stülpt ihr quasi das Ganze in die Tasche rein und guckt, dass die beiden hier Kanten schön aufeinander liegen. Und da stecken wir kurz ein bisschen fest, damit das wirklich schön so auch dann liegen bleibt. Sie kurz gucken, meine Nähmaschine hat unten nicht so viel Platz, deshalb muss ich das jeweils mit Nadeln machen und nicht mit den Clips. Each other down right now and I don't even know why. You know I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with the... So, das machen wir einfach, damit die Tasche nachher schön liegt. Das heißt, einmal eben in die Wendeöffnung zunähen und dann hier noch einmal ringsherum nähen. Könnt ihr machen, wie es euch gefällt. Ich mache da circa 1 cm Rand und ja, nähe das einfach einmal ringsherum. Und das ist dann auch schon der letzte Schritt. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk. And you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Und so ist unsere kleine Geschenktasche schon fertig, ne? Hier unten schön mit dem Boden, mit den Ecken, cooles Innenfutter, selbst bedruckt, cooles Bild vorne mit dem Kleinbären und hinten eben eine klitzekleine Kleinigkeit für dich. Finde ich extrem cool, da freue ich mich auch schon, die zu verwenden, um damit Geschenke zu machen oder zu verschenken. Und ihr habt da schon ordentlich Platz drin, aber eben wie gesagt, ne, ihr müsst ja nicht auf diese A4-Seite gehen, sondern ihr könnt da auch größer gehen, logischerweise, und dann zum Beispiel eben nur ein Motiv in die Mitte setzen oder sowas, ne? Und das war es eigentlich auch schon, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich eben, ne, wie ihr, was es da so für Möglichkeiten gibt an Stoffen, die ihr zum selber Nähen verwenden, inklusive Sublimieren verwenden könnt, ne? Finde ich extrem cool und das werde ich jetzt garantiert auch öfters machen, also für die schnellen Sachen, oder es gibt halt einfach auch sehr viele coole Rohlinge. Da kann ich jeweils auch nicht widerstehen, aber eben manchmal möchte man dann doch selber einfach etwas nähen und dafür sind so solche Stoffe extrem cool. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings.